wir haben es auf Wels abgesehen. Die Ruten sind scharf und wir sind heiß. Heiß wie Frittenfett. Henkert, jetzt beginnt die heiße Phase. Ja, hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hey Jimmy. Und wir sind heute unterwegs. Wir haben es auf Wels abgesehen, unsere Lieblingsfische. So sieht's aus. Ja, neben mir ist der Chris von Catfluence. Mit dem waren wir schon einmal unterwegs. Ja, das Boot ist beladen und es wird derzeitig dunkel. Deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen. Aber ja, ihr seid dabei. Wir haben unseren Spot erreicht, eine alte bekannte Buhne, wo wir schon schöne viele Fische gefangen haben. Ja, jetzt heißt es erstmal, den ganzen Krempel hier abzuladen, Ruten aufzubauen, Zelt aufzubauen und dann geht es an Ruten auslegen. Wir sind jetzt gerade beim Ruten rausbringen, zwei haben wir schon geschafft, das ist meine. Chris, seine fahren wir jetzt auch noch raus. Ja, ich habe eine am Buhnkopf, eine habe ich abgespannt in der Buhne, an der Oberfläche. Ja, schauen wir mal, wo es zuerst klingelt. Hoffentlich klingelt es überhaupt. Hier im Hintergrund seht ihr die Ruten. Ich baue jetzt das Zelt auf, dann machen wir einen Grill an, dann essen wir was Schönes und hoffentlich beißt dann der erste Fisch. Der Grill ist an. Die Ruten sind scharf und wir sind heiß. Heiß wie Frittenfett. Jetzt kann der erste Fisch beißen. Ja, guten Morgen Leute. Jetzt ist schon der nächste Tag. Die Sonne ist gerade aufgegangen und wir werden jetzt erstmal was essen. Ja, zur Nacht, es gab einen richtig heftigen Biss auf meiner Rute runter zu. Der Fisch hing auch. Hat extrem Schnur genommen, obwohl die Rolle fast zu war. Ich habe mir sogar noch den Finger verbrannt. Ja, leider ist der Fisch dann ausgeschlitzt. Wir haben die Rute dann nochmal neu rausgefahren, aber seitdem ist nichts mehr passiert. Deswegen, wir essen jetzt in Ruhe Frühstück, machen uns einen Plan und dann werden wir, denke ich mal, nochmal einen Spotwechsel machen. Aber ihr seht ja, das Wetter spielt heute richtig mit. Also wir haben richtig schöne Temperaturen noch. Hoffentlich gefällt es dem Fischen auch. Wir sind gerade beim Ruten reinholen. Ja, und beim Chris haben wir gerade festgestellt, dass der Köder komplett zerbissen ist und total abgeschuppt. Ja, ihr könnt es aber in die Kommentare schreiben, was es war. Also für mich sieht es fast so aus wie ein großer Zander. Diese kleinen Hechelbisse hier. So Leute, alles ist wieder bepackt. Jetzt heißt es Stellenwechsel. Wir suchen uns eine schöne Stelle aus für die letzte Nacht. Zwei Fehlbisse hatten wir, kein gefangen. Ja, so ist es manchmal, ne? Genau, so sieht's aus. Jetzt heißt es neue Nacht, neues Glück oder neuer Spot, neues Glück. Wie ganz genau. Und ein neuer Spot bringt vermutlich immer wieder neue Motivation. Deswegen, bis gleich. Wir haben unseren neuen Platz bezogen. Zwei Ruten sind schon im Wasser. Aber jetzt heißt es erstmal ordentlich stärken für die großen Welse. Deswegen bereite Chris jetzt unser Essen vor. Gegen Abend bringen wir die letzten zwei Ruten raus. Versuchen noch ein paar Köderfische zu fangen. Und ja, genießen noch das schöne Wetter. Mal kurz zur Info, und zwar die Angelwelt Berlin dieses Jahr. Dort werde ich auch sein. Ich werde am Freitag und am Sonntag beim Oder Spreeangler vor Ort sein und am Samstag werde ich bei Zackfishing vor Ort sein. Am Stand, ja, wer wird alles da sein? Der Carsten wird da sein, der Tim von Time to Catch, Markus Eule wird vor Ort sein und der Peter Müller wird vor Ort sein und ich natürlich. Ja, da könnt ihr hinkommen, ein bisschen quatschen, wir stellen euch unser Tackle vor. Einige Neuheiten werden schon vor Ort sein, die ihr kaufen könnt bei Angel Joe. Das ganze Raubfisch- und Weltsortiment wird vor Ort sein, was ihr kaufen könnt, euch angucken könnt. Wir können euch da Tipps geben. Ja, am Stand von uns wird es noch eine Spendenaktion geben. Da könnt ihr tolle Preise gewinnen. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf die Messe. In Berlin ist ja immer richtig viel los und freue mich auf euch, auf bekannte Gesichter, auf neue Gesichter. Und wir sehen uns dann in Berlin auf der Messe. Hey. Also ich würde die ja weglegen, wa? Ich würde da lieber an die Weltsroute gehen. Ja, entweder ist ein Mini-Wels oder ist ein Zander. Nimm mal schon mal eine Hand, ja. Ich
Und? Hängt was? Ich sag's, ein Sander oder ein Hecht. Schön. Den brauchen wir. Boah, was ist denn das, Alter? Ist weg? Ja, ja. Oh, scheiße. Leider ausgestiegen. Aber, ja. Die Routen sind jetzt wieder gelegt. Alle Waffen sind scharf. Jetzt beginnt die heiße Phase. Wir haben jetzt den Grill angeschmissen, essen jetzt noch eine Kleinigkeit und dann hoffentlich kommt endlich mal der erste Fisch. Gestaltet sich doch ein bisschen schwerer als gedacht, aber ja gut. Heißt ja angeln und nicht Fische greifen, deswegen bleiben wir jetzt am Ball. Und wenn was passiert, ist auf jeden Fall die Kamera wieder an. Wir haben Abendbrot gegessen vor einer Stunde oder wenn überhaupt. Und guck mal hier, ich habe schon wieder Hunger. Wir liegen jetzt hier auf der Liege im Zelt und ja, ich verspeise den jetzt noch und dann geht's schlafen. Ja, guten Morgen Leute. Wir sind gerade wach geworden, da ist die Route krumm gegangen. Ein wunderschöner Wels zum Abschluss. Ja, knappe 1,60. Ich denke, das ist ein krönender Abschluss. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt zu den Montagen oder wenn ich mal Erklärungsvideos machen soll, schreibt es einfach in die Kommentare. Da werde ich das natürlich für euch machen. Leute, wir sind jetzt wieder an unseren Heimathafen zurück. War echt ein cooler Trip. Ja, hat Spaß gemacht, Jimmy. Gerne wieder. Ich danke dir, dass du da warst. Ja. Machen wir auf jeden Fall nochmal. Hoffentlich nächstes Mal ein bisschen mehr Fisch, aber gut. Einen Fisch haben wir gefangen, einen guten verloren. Du hast einen guten Zander verloren, leider. Genau. Ja, aber war trotzdem ein cooler Trip. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Like da. Und ja, ich verabschiede mich bei euch und sage Petri, ciao und macht's gut. Tschüss. Übrigens, Leute, es gibt auch einen Code Jimmy. Also wenn ihr euer Tackle gerne online kauft, dann macht es auch bei uns auf zackfishing.com und gebt den Code Jimmy ein, da bekommt ihr ein kleines Geschenk gratis dazu. Und ja, viel Spaß damit und ciao.